Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Tipp der Woche. Ich tippe den Bundesligaspieltag und vieles mehr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Real Nico. Ich habe euch gefragt letzte Woche, habt ihr Bock, dass wir einmal die Woche wöchentlich ein Tipp der Woche Video bringen, an dem wir einfach den Bundesligaspieltag tippen? In meinem Fall jetzt natürlich den jetzigen Bundesliga-Spieltag. Ich muss dazu ein, zwei Sachen sagen, die werde ich gerade Richtung Ende des Videos auch nochmal sagen. So zwei, drei Randnotizen, wichtige Informationen. Natürlich werde ich euch auch sagen, zumindest was die Quoten auf Sieg, Unentschieden und Niederlage sind. Also, wie soll man sagen, ich werde hier nichts von irgendwelchen Sportanbietern oder so einblenden, sondern ich werde euch nur die Ergebnisse einblenden und werde euch sagen, was ich tippen würde. Ich will nämlich nicht praktisch so Wettanbieter prinzipiell unterstützen, sondern ich möchte eigentlich einen Tipp der Woche haben von der Community, von uns und ja, einfach, dass, wenn ich jetzt meine Tipps gleich sage, dass ihr in den Kommentaren eure Tipps reinschreiben könnt und dass es so ein bisschen auch lustig wird. Ich habe ja auch bei Kicktipp eine Runde eröffnet mit Real Nico, wo auch schon viele Leute drin sind. Natürlich könnt ihr jetzt auch mir eins zu eins danach tippen, aber das macht natürlich dann keinen Sinn. Dann sind es ja auch nicht eure Tipps. Also ihr macht es euch selber kaputt, wenn ihr mir jetzt eins zu eins nachtippt, sage ich euch ehrlich. Und ja, das noch Wichtige ist, also wie gesagt, ich werde hier keine Wettanbieter oder sowas einblenden oder sonst was, denn, und ich werde auch nicht sagen, wie viel Geld man gewinnen würde, wenn man es mit Geld machen würde, denn auch das unterstützt nicht, sondern es geht einfach nur um den Tipp nach Fun. Wenn Leute dann mein Geld in die Hand zu nehmen und darauf zu tippen, können die das machen, aber das ist nicht in meiner Verantwortung. So, das war mir wichtig zu sagen. Und jetzt noch was Wichtiges: Ihr werdet entscheiden, ob dieses Format öfters kommen soll oder nicht. Und zwar ganz einfach. Wenn dieses Format öfters kommen soll, schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch da. Also alles, ich sag jetzt mal, ab 100 Likes werde ich mir überlegen, das weiterzubringen. Dann sehe ich nämlich, okay, weil ich denke, dass das Video jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wie das hier so reinpasst. Also ich kann das noch gar nicht so einschätzen und ich brauche irgendwie so ein paar Resonanzen, wo ich weiß, okay, ihr habt Bock drauf oder ihr habt keinen Bock drauf. Also bitte schreibt vor allen Dingen in die Kommentare. Das ist sogar noch wichtiger als den Daumen hoch, Daumen runter Effekt. Und ja, jetzt kommen wir zum Tipp. Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt, das Spiel heute. Wir Bremer haben ja selber gegen Berlin gespielt und Frankfurt hat gegen Bielefeld unentschieden gespielt. Ich denke einfach, dass Berlin gerade mit Kunja sehe ich als extrem schwierigen Gegner an für jeden momentan. Auch wenn wir uns eigentlich gut geschlagen und durch individuelle Fehler verloren haben, würde ich tatsächlich sagen, in Berlin, also weil logischerweise die waren am ersten Spieltag bei uns, das heißt jetzt sind die das erste Mal in Berlin, denke ich schon, dass sie im eigenen Stadion auch gewinnen wollen und tippe hier 3 zu 1 auf Berlin, über 2,5 Berlin gewinnt, würde auch gehen zum Beispiel mit einer 2,20er Quote. Dann machen wir weiter mit Mainz gegen Stuttgart, da war mein Tipp 1 zu 1, also wie gesagt, ich blende hier auch meine Tipps ein. Mainz gegen Stuttgart denke ich 1 zu 1. Ich weiß nicht, ich finde, das ist so ein typisches Unentschieden-Spiel. Ich kann das gar nicht so wirklich begründen. Es würde eher so aus einem Bauchgefühl heraus, würde ich das sagen. Bielefeld gegen Köln finde ich es auch ein schwieriges Spiel. Köln hat in den letzten Minuten 3-2 verloren. Aber Bielefeld hat halt auch gegen Frankfurt, die eigentlich schon im oberen Mittelfeld so einplanen in der Bundesliga, unentschieden gespielt. Ich denke trotzdem, dass irgendwie Köln das Ding rocken wird und am Ende 2-1 gewinnt. Mit Andersen und Duda hat man sich auch eigentlich gut verstärkt gehabt. Jetzt noch den Griechen, ich weiß aber jetzt tatsächlich gerade nicht den Namen. Vasili an der Stelle, schreibt mal den Namen von dem Griechen gerade rein. Ja, ich bin mal gespannt, aber ich denke hier, dass Köln 2 zu 1 gewinnt. Und während ich gerade hier rede, habe ich mir überlegt, ich werde die Quoten auch nicht mehr sagen. Die stehen zwar hier unter den Ergebnissen, könnt ihr da sehen. Aber ich sage nichts zu den Quoten, okay? Leverkusen gegen Leipzig, das ist so ein Spiel. Also wenn ich jetzt Tipper wäre oder tippen würde, würde ich auf jeden Fall über 2,5 tippen. So oder so. Hier in dem Fall muss ich sagen, ich habe von Leverkusen einfach mehr gegen Wolfsburg erwartet. Ich habe das hier mit einem Kumpel geguckt gehabt. Und ich habe das hier mit einem Kumpel geguckt gehabt. Und ich muss sagen, ich habe einfach mehr von Leverkusen erwartet. Natürlich hätte ich Wolfsburg auch nicht so stark erwartet. Aber ich hätte einfach mehr von Leverkusen erwartet. Und von daher würde ich tatsächlich jetzt 3-1 für Leipzig tippen. Das ist aber ein Spiel, wo, denke ich, im Allgemeinen einfach viele Tore fallen werden.
Gladbach gegen Union Berlin, 2-1 Sieg Gladbach, einfach trocken. Ich glaube, dass Gladbach gewinnt, aber ich glaube auch nicht, dass Union sich abschlachten lässt oder so. Von daher 2-1 Gladbach. Augsburg gegen Dortmund, das denke ich, wird eine klare Nummer für Dortmund. Ich finde Dortmund unfassbar stark. Ich denke, dass die Saison Dortmund auch viel reißen kann. Ich würde hier tatsächlich mit dem höchsten Ergebnis gehen, mit 4-0. Und dann kommen wir auch zum Topspiel. Schalke gegen Bremen. Mein Tipp, den ich schon öffentlich im Stream auch gesagt habe, 3-1 Werder. Ich denke einfach, dass Wagners Zeit gelaufen ist und dass einfach wir noch nicht so in der Scheiße stecken wie jetzt bei Schalke. Von daher mein Tipp, Bremen gewinnt 3-1 gegen Schalke. So, jetzt kommen wir zum Sonntag. Und der Sonntag hat zwei Partien, einmal Hoffenheim gegen Bayern. Da tippe ich 4-1 München. Auch wenn die gestern noch gegen Sevilla gespielt haben, ich denke einfach, dass München momentan fast schon unschlagbar ist. Also nach dem 8-0 gegen Schalke finde ich es auch extrem schwierig, das zu beurteilen. Und Hoffenheim ist eigentlich eine Mannschaft, die auch torgefährlich sein kann. Aber, oder auch jetzt gegen Köln, ja, am Ende 3-2 gewonnen. Aber wie gesagt, ich bin da einfach, ich glaube, dass München das Maß aller Dinge gerade ist. Denke aber trotzdem, dass Hoffenheim ein Tor schießt und würde da 4-1 auf München gehen. Freiburg gegen Wolfsburg. Wie gesagt, Wolfsburg hat mich überrascht gegen Leverkusen. Fand ich überraschend stark. Leverkusen ist eigentlich eine der Top-Mannschaften. Von daher würde ich hier auch Wolfsburg in der Favoritenrolle und würde hier Wolfsburg 2-1 tippen. Ja, jetzt seid ihr praktisch gefragt, was sind eure Tipps? Wie würdet ihr den Spieltag tippen? Und nochmal den Hinweis wie vom Anfang des Videos so. Wenn ihr wollt, dass dieses Format öfters gezeigt wird, dann zeigt es mir wirklich mit 100 Likes plus und vielen Kommentaren, wo ihr auch wirklich schreibt, dass ihr das Format sehen wollt und warum ihr das sehen wollt. Ja, das ist, ihr seht das, ich habe so oder so Daily Upload. Also auch wenn hier keine 100 Likes kommen oder auch nicht so viele Kommentare kommen, dann nehme ich das raus. Das ist kein Problem. Das ist wirklich kein Problem. Ich habe mir das überlegt gehabt, das wäre vielleicht eine coole Aktion. Die Community oder die Resonanz, die ich bis vor dem Video jetzt hier bekommen habe, waren gut und dachte mir, ich füge das ein. Ich würde das Format dann auch noch ausbauen. Wir waren ja jetzt in so einem Art kleinen Studio gerade, aber ja, das ist halt, wie gesagt, ich würde hier dann noch mal mehr reinstecken sozusagen. Ich wollte es jetzt nur erstmal einmal so einen Testlauf anlaufen lassen und wie gesagt, wenn ihr es nicht sehen wollt, ist auch kein Problem. Morgen, ich bin mir zu 95% sicher, dass ich auf jeden Fall live gehen werde. Es kommt nur ein bisschen aufs Internet an, das ist das Problem. Deswegen eigentlich, wenn das Internet mitmacht, komme ich auf jeden Fall live vor dem Spiel. Eine Stunde auf zwei auf jeden Fall. Und da werden wir dann die Livestream-Elf machen, über das Spiel reden. Kurz vor dem Spiel werde ich dann offline gehen, werde mir das Spiel angucken. Danach wird es die Analyse geben. Das heißt, morgens volles Programm. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen coolen Bundesliga-Spieltag heute, cooles Bundesliga-Wochenende. Wir sehen uns morgen im Stream wieder. Bis dahin, ciao.